passiert. Man kennt die Gipfel der Berge wie auch die Gipfel des Erfolges. Das wird ja immer italienischer. Wenn wir Werbung für Toaster machen wollen, dann ist es erlaubt, glaub mir. Es wird ein Junge. Ja. Oh Gott. Sogar den Topmodels müssen wir ab und zu ein wenig nachhelfen. Aber so bist du perfekt. Wie nicht mehr nachhelfen? Wie meinst du das? Ich habe schon total viel Geld zusammengespart. Du müsstest nur noch den Rest drauflegen. Ich wünsche mir zu meinem 16. Geburtstag eine Nasen-OP. Bitte, Papa. Nasen-OP zum Geburtstag, sag mal, spinnst du? Du hast doch das Cover gesehen. Meine Knollnase, die musste retuschiert werden. Also erstens habe ich dir gesagt, dass deine Nase so viel besser aussieht. Und zweitens braucht man für eine Bildbearbeitung keine Narkose. Papa, das ist ein völlig harmloser Eingriff. Das ist ein kleiner Schnitt. Ich habe mich auch schon informiert, wo man das in Köln machen lassen kann. Weißt du, das sind meist Privatkliniken. Ach so, deshalb die ganze Jobberei in Bagdad. Na toll. Ja, die Kasse übernimmt leider die Kosten nicht. Okay, dann wollen wir mal sehen, wie so eine Nasen-OP abläuft. So. So, hier haben wir es. Vorbereitung, Risiken. Genau. Aha. Von wegen kleiner Schnitt. Schau dir das mal an. Hm? Du musst mir immer alles mies machen. Das war ja so klar. Nein, nein. Schau dir mal hier diese Riesennarbe an. Oder wie hier? Die Nase steht schräg ab, völlig entstellt. Carolina, ich will doch nur, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Hm? Zeig mal her. Oh mein Gott. Hm. Das sieht ja total übel aus. Oh. Ein Junge, das ist fantastisch. Ein kleiner Raul. Sorry, wir wollen ihn natürlich Sülo nennen. Raul, wir haben ja Sülo versprochen, bevor er... Wir halten unser Versprechen. Sülo ist ein sehr schöner Name. Wo habe ich eigentlich meine Fußballschuhe hingeholt? Da hast du jetzt noch ungefähr 5 Monate Zeit, sie zu suchen. Meine Puppe ist müde. Schatz, ich werde dich so vermissen, wenn du in der Türkei bei deiner Oma bist. Ich wünsche, du bist jetzt schon zurück. Ja, ich auch. So, ab. Jetzt geht's nach Hause. Los geht's. Was ist los? Nichts. Das hört sich aber anders an. Schatz, ich habe nur so ein Stechen und Ziehen im Bauch. Wir müssen das unbedingt vom Arzt abklären lassen. Ich habe mit meinem Gynäkologen in München schon gesprochen. Das ist völlig normal am Anfang. Sicher ist sicher. Wir fahren auf jeden Fall damit in die Klinik. Und was machen wir mit Laila? Ich frage Inge, ob sie kurz auf sie aufpassen kann. Karl, mir geht es gut. Bist du zu Inge zu gehen, Schatz? Hallo Inge, hast du vielleicht kurz Zeit, auf Laila aufzupassen? Ach, super. Ich bringe sie dir vorbei, ja? Bis gleich. Erledigt. Das bedeutet, wenn ich nicht freiwillig mitkomme, werde ich gefesselt und geknebelt? Korrekt. Du, Stefan, am besten wir sagen ihm, dass das nur ein Beispiel von irgendeinem anderen Tönnis ist und gucken erstmal, wie er reagiert, okay? Gut. Einen schönen Tag noch. Thorsten. Deine Zeiten als Single sind vorbei. Wir dachten nur, weil du doch gesagt hast, dass du Schwierigkeiten hast, so eine Anzeige zu formulieren. Ne? Ja. Ihr habt für mich eine Bekanntschaftsannonce aufgegeben? Nein, nein. Wir haben nur ein besonders gelungenes Beispiel rausgesucht und für dich aufgeschrieben. Wenn du diese Anzeige in die Zeitung setzt, dann wird sich der Briefträger seine Füße wundlaufen, weil er extra Schicht für dich einlegen muss. Dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt. Unternehmer mit aparter Ausstrahlung, kennt die Gipfel der Berge, wie auch die Gipfel des Erfolges, finanziell solvent, attraktiv, sportlich und in den besten Jahren, mit guten Manieren und Tagesfreizeit, nicht nur am Wochenende sucht. Ich wusste es.
Kein Berg ist vor ihm sicher. Aber noch schöner wäre es, wenn er in Zukunft in weiblicher Begleitung die Tausende bezwingen könnte. Gipfel der Berge? Bergsteigen? Das ist nur so ein Beispiel. Ja, vielleicht war derjenige mal in der Kletterhalle oder so. Lang ist's her. Gerne würde er auch seine Leidenschaft für eine gesundheitsbewusste Lebensweise mit einer Partnerin teilen. Chiffre 4711-200019. Nicht schlecht, was? Was sagst du? Ja, die Anzeige ist ja ganz gelungen, aber wer zum Teufel soll dieser Typ sein? So, 5,20 €. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Tada! Mit Raspberry-Schokolade. Willst du eines probieren? Bist du nicht auf Diät, so wie Carlos und ich? Ich bin zu fett. Meine Nase ist so dick, die muss retuschiert werden. Caro, keine Modezeitschrift kommt heutzutage ohne Retusche aus. Mit dem Zinken kann ich meine Modelkarriere aber in die Tonne treten. Wetten. Wer hat denn von eurer Schule als einzige einen Werbeauftrag bekommen? Ja, aber bisher hat mich noch keine Agentur in ihre Kartei aufgenommen. Und Sandro Sterne hat sich auch nicht gemeldet. Och, Caro. Das wird schon. Niemand ist perfekt, auch die Supermodels nicht. Die Ausstrahlung macht den Unterschied. Weißt du, jede Frau kennt diese Momente, wo sie vor dem Spiegel steht und am liebsten zum Radiergummi greifen würde. Der Trick ist, über die kleinen Fehler hinwegzusehen und sich so zu akzeptieren, wie man ist. Wenn ich aussehen würde wie ein Topmodel, dann hätte ich auch keine Probleme. Caro, du bist was ganz Besonderes. Ach, Quatsch. Natürlich, du musst nur an dich selber glauben, dann kann dich keiner mehr aufhalten. Meinst du? Hm? Und selbst wenn deine Nase durch eine OP vielleicht noch ein bisschen schöner werden würde, eins wirst du dann nie mehr los. Dass du dafür riskiert hast, vielleicht nicht mehr aus der Narkose aufzuwachen. Gar nicht auszudenken, wenn das wirklich passiert und du vielleicht für immer im Koma liegst. Hm? Eine SMS von Sandro Sterne. Herztätigkeit normal. Sieht alles gut aus. Keinerlei Irritation. Heißt das? Mutter und Kind geht's gut? Na, bist du jetzt beruhigt? Endlich mal eine gute Nachricht. Die beste seit... Seit Lailas Geburt. Solche Krämpfe sehen manchmal schlimmer aus, als sie sind. Das hatte sie bei Laila aber nicht. Jede Schwangerschaft ist anders. Ja, nur der hysterische Papa bleibt gleich. Das ist erst mein zweites Kind. Ich bin eben total aufgeregt. Am liebsten hätte ich eine ganze Fußballmannschaft mit dir. Hat sich deine Frage von heute Morgen inzwischen geklärt? Ja, auf dem Fax habe ich ja rein gar nichts erkannt. Ja, aber auf dem Ultraschall erkennt man den kleinen Mann schon ganz gut. Ein Stammhalter, ich gratuliere. Frau Dr. Busch, glauben Sie, dass eine Fruchtwasseruntersuchung nötig wäre? Also da es sich hier nicht um eine Risikoschwangerschaft handelt, würde ich eher davon abraten. Okay. Sag mal, bist du dir ganz sicher, dass es auch ein Junge wird? Ich erkenne da schon wieder nichts. Doch, da. Ja, genau. Und der Herzschlag, schau mal, schau mal. Ja, es schlägt wie verrückt. Ja, ist das schön. Du bist wahrscheinlich genauso aufgeregt wie wir. Ja, wahrscheinlich kann es kaum erwarten, auf die Welt zu kommen. Ah! Schau mal, oh, wie süß. Süß. Nachmittags. Sehr wohl, habe ich notiert. Bitte? DVD-Player auf dem Zimmer. Hören Sie mal, wir sind hier eine Pension und kein Multiplex-Kino. Wiederhören. Die Leute haben manchmal Vorstellungen. Deine Gäste sind ganz schön anspruchsvoll. Das musste ich in meiner Zeit als Herbergsvater hier auch feststellen. Wegen dem Anzeigentext, sollen wir das zusammen noch mal in Anpfiff nehmen? Angriff, Stefano, wenn schon, denn schon. Du sagst uns einfach, was dir vorschwebt und wir setzen das dann kongenial. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee mit der Annonce. Aber ihr habt schon recht. Ich habe mich hier viel zu sehr eingeigelt. Ich sollte mal wieder auf die Piste gehen. Live kommt mein Charme doch viel besser. Du willst ausgehen? Das ist eine sehr gute Idee. Am besten heute Abend im Fädel. Um 8 Uhr on wird ich ab. Heute? Mein Sohn zieht die Frauen wie ein Magnet an. Da haben wir genügend Auswahl. An die Lampe.
Herr Sterner. Carolina, schön, dass du dir so kurz für die Zeit nehmen konntest. Ja, Sie haben sie ganz entspannt gemacht in Ihrer SMS. Unsere Redaktion war sehr zufrieden mit deinem Coverfoto. Die Verkaufszahlen in den ersten Tagen waren top. Ehrlich? Ich soll dich deshalb fragen, ob du auch an der Fotolauf-Story interessiert bist. Eine ganze Fotostory. Wenn das zeitlich bei dir geht? Ja, klar. Heißt das, dass Sie mich vielleicht in Ihre Kartei aufnehmen? Na, dazu kann ich nichts sagen. Ich bin doch freier Mitarbeiter. Ach so. Du wirst deinen Weg machen, davon bin ich überzeugt. Nur das mit der Retusche könnte eventuell ein Problem werden. Wusste ich's doch. Meine Nase ist ätzend. Unsinn. Du hast durchaus das Potenzial, richtig erfolgreich zu werden im Model-Business. Allerdings, wenn die weiterhin die retuschierte Variante bevorzugen... Ja. Ja, bei Live-Interviews im Fernsehen, da fällt es natürlich auf, dass deine echte Nase ganz anders aussieht als die auf den Fotos. Danke, Ihnen, dass du so spontan eingesprungen bist. Ach, das mache ich doch gerne. Schließlich brauchen wir dich in Zukunft ja öfter mit deinen fantastischen Babysitter-Künsten. Ah, ich freue mich schon drauf. Laila ist ja ein richtiger kleiner Engel, was? Hm? Du? So, jetzt zugreifen. Heute ist Happy Family Tag. Oh. Na dann, für euch zweimal Cappuccino? Ja, gerne. Ja. Für die kleine Maus einen Kakao. Und ich hätte kein Kaffee gerne... für werdende Mama. Oh, einen koffeinfreien Latte Macchiato, bitte. Armer Mann. Sind wahrscheinlich die Hormone. Mhm. Damit hat er in der ersten Schwangerschaft schon zu kämpfen. Gibt es eigentlich sowas wie Umstandsmode für Männer? Das wäre gut. Ihr wisst gar nicht, was es bedeutet, Vater zu werden. Nee, wie sollten wir auch? Ein ganz tragischer Fall bei dir. Ja, du, das ist das spanische Papa-Syndrom. Unheilbar. Ein Glück, dass ich bald männliche Verstärkung bekomme. Ich bekomme bald einen großen Bruder. Den habe ich mir schon lange gewünscht. Habe ich irgendwas verpasst? Keines Missverständnis. Nein, sie war, Schatz, am Anfang ist dein Bruder noch nicht so groß. Ungefähr so. Ja. Ungefähr so, so. So klein? Mhm. Da kann er ja die nicht verhauen, die zu mir gemein sind. Das da drüben wäre ein lecker Mädchen. Leider zu jung. Vorsicht, alte Männer auf Freiersfüßen. Männer im besten Alter, bitte. Im besten Alter, Papa, im besten. Dino, Thorsten braucht eine Frau, verstehst du? Wir sind sozusagen seine Berater. Hm? Okay. Guck mal, da. Perfetto. Dai. Ist genau dein Typ. Avanti. Na, auf in den Kampf. Genau. Guten Abend. Guten Abend. Was macht denn eine so attraktive Frau wie Sie hier ganz allein? Oh, ich. Darf ich Sie vielleicht zu einem Getränk einladen? Schön. Schön, dass du endlich da bist. Hm. Nicht so aus, als würde dein Dad seine Zustimmung für die OP geben. Ja, aber seine Unterschrift fälschen, das kann ich nicht nochmal machen. Ohne neue Nase keinen Vertrag mit einer Modelagentur. Was ist, wenn da irgendwas schief geht? Quatsch, das ist eine reine Routine-OP. Wie Mandeln rausnehmen. Oh Mann, warum kann ich nicht einfach irgendeine Nasenentzündung oder so haben? Warte mal, du kennst doch diesen Peer aus der 12A. Voll der Schlägertyp. Wie wär's, wenn ich den einfach provoziere? Dann haut er mir bestimmt einen auf die Nase. Sag mal, geht's noch? Mann, ich versuche doch einfach nur eine Lösung zu finden. Nee, wir müssen das irgendwie anders hinkriegen mit der OP. Es gibt doch bestimmt noch andere Minderjährige, die sich operieren lassen wollen. www.deineschönheits-op.de ist ein Diskussionsforum. Da finden wir bestimmt was. Hier. Lexi plus 15. Wie ich zu meiner neuen Nase gekommen bin. Cool. Das ist der wasserdichte Plan. Ach. Pass auf, das geht so. Um überhaupt eine OP machen lassen zu können, musst du... Was? Ding
Inge hat gesagt, Lala hat noch Kotti das kichernde Kamel gehört und ist dann gleich eingeschlafen. Ehrlich gesagt hätte ich sie heute Nacht schon ganz gern bei uns gehabt. Ich auch. Aber Inge hatte eindeutig das bessere Abendprogramm. Vor ein paar Wochen wäre das echt noch ein Problem gewesen. Aber inzwischen liebt sie Inge heiß und innig. Morgen Mittag ist unsere kleine Große schon auf dem Weg in die Türkei. Meine Mutter kann ganz schön hartnäckig sein. Die Oma hat eben Sehnsucht nach der Enkelin. Ja, Verwöhnprogramm auf Türkisch. Ich sag dir eins, die will gar nicht mehr zu uns zurückhalten. Ich vermisse sie jetzt schon. Ich auch. Aber wir haben sie bald wieder. Bis dahin haben wir uns... Naja, Sandmännchen, der jetzt im Fernsehen ausfällt, dachte ich mir... Vielleicht gibt es ja Verwöhnprogramm für Erwachsene. Also ohne mein ganz persönliches Sandmännchen gehe ich sowieso nicht ins Bett. Soll ich meine Zipfelmütze aufziehen? Unbedingt. Aber was den Rest deiner Kleidung betrifft. Aber vielleicht wollen wir lieber doch nicht. Überleg doch mal deine Bauchkrämpfe. Raul! Frau Dr. Busch hat gesagt, es ist in Ordnung. Ja, aber bei Laila hast du diese Bauchkrämpfe eben nicht gehabt. Weil jede Schwangerschaft unterschiedlich verläuft. Schon, aber manche ich möchte... Manche Dinge bleiben übrigens gleich. Kannst du dich noch an unsere ganz besonderen Nächte erinnern, als ich mit Laila schwanger war? Du meinst, als deine Hormone mit der Achterbahn gefahren sind? Mhm. Und du mitgefahren bist. Ja, also diese Schwangerschaftshormone, die sind schon wieder. Stimmt so. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ja, tschüss. Tschüss. Thorsten, das war dein erster Versuch. Hm? Konnt doch keiner an, dass die einen Freund hat. Startschwierigkeiten? Komplette Fehlzündung. Na komm, nächstes Mal klappt es besser. Wie sieht bitte so aus, als würde es auf jemanden warten? Doch, auf Thorsten. Attacke. Ja. Komm, wer nicht wagt, der bleibt allein. Genau. Ja. Ist hier noch frei? Wenn es sein muss. Eines Buches einzutauchen, das ist doch viel besser als ein Film. Finden Sie nicht auch? Was lesen Sie denn da, wenn ich fragen darf? Wie halte ich mir lästige Typen vom Hals? Band 2. Tut mir leid. Versicherten Karte über 18 bist, kannst du ganz einfach in die Klinik einchecken. Obwohl das nur so eine kleine harmlose Nasen-OP ist. Logo. Aber dann stellt sich heraus, dass du gar nichts an deiner Nasenscheidewand hast. Aber wo du schon mal da bist, kannst du nach einer Schönheits-OP für deinen kleinen Riecher fragen. Die ich auch bekommen werde, weil ich ja angeblich schon 18 bin. Richtig. Pass nur auf, dass du eine Vertragsklinik nimmst. Sonst bringt dir das mit der versicherten Karte gar nichts. Kannst du meine Cola zahlen? Ja. Danke. Hey, Leo. Was? Ja, abgefahren. Ich auf dem Zeitschriftencover. Wie? Nein, das wurde retuschiert. Das ging da von der Agentur aus, ja. Hä? Ja, du gefällst mir natürlich auch so, wie du bist. Gut, mach ich. Ciao. Zahlen? Keine Ahnung, wie sieht's mit deinen Finanzen aus? 2 Cola. 3,40.
4. Der Verein für geknechtete arme Kellnerin dankt. Schon wieder kein Kleingeld. Ja, ich komme gleich. Qualitäten liegen mehr, wie soll ich sagen, im Verborgenen. Feierabend. Wie deine Abfuhr? Was? Wie deine Abfuhr? Soweit habe ich es gar nicht erst kommen lassen. Einen letzten Rest Selbstachtung wollte ich mir noch bewahren. So, ich habe noch ein heißes Date mit meiner Couch. Erinnerst du dich noch an dieses Speed-Dating? Wir brauchen Frauen, die wirklich jemanden kennenlernen wollen. Wenn das so ist, hier. Tanztee ab 40, Diskothek Foxy. Wenn da nichts Passendes dabei ist, weiß ich auch nicht. Nettie, ich bin nett. Ich hab da mal eine Frage. Wieder Schmerzen. Shit, Warteschleife. Hallo, ist da die HNO-Klinik? Ja, ich hätte gerne einen Untersuchungstermin für eine Nasenoperation. Wie? Nein, nein, es ist keine Korrektur, sondern wissen Sie, es ist so, ich krieg beim Atmen so schwer Luft durch die Nase. Genau. Verengte Nasenscheidewand. Wann? Oh, so spät erst. Verstehe. Nein, nein, ich nehme den Termin. Mein Name. Mein Name ist Horvath. Ruth Horvath. Wie heißt du? Was auch immer Sie vorhaben, die Provinzial begleitet Sie Ihr ganzes Leben. Zuverlässig wie ein Schutzengel. Das ist die Provinzial. Immer da, immer nah. Provinzial. Ich mach schon. Warte mal. Gib mich jetzt gleich. Ja. Ein Wolf verändert vielleicht seinen Pelz, aber nie seinen Charakter. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Ja. Jetzt stell dich doch nicht so an. Ich hab halt meinen eigenen Geschmack. Natürlich kann ich über die Bilder verfügen. Nein. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee.